Und der ist auch halt regelmäßig da, sofern es ihm halt immer gesundheitlich gut geht. Aber das weißt ja, hast du selber schon. Ey! Geht's nur oder was? Schau, dass du das scheiß Viech hier rauskriegst aus der Werkstatt, ey. Das kann ich überhaupt nicht abhaben. Was braucht man jetzt eigentlich noch? Keine Ahnung. Also wir brauchen auf jeden Fall den Schmelzofen von drüben. Also der ist mal echt wichtig. Was haben wir noch drüben, was wir brauchen? Ach ja, genau, der. Ah, das ist natürlich. Ist nett. Sehr nett. Ich freue mich über jeden neuen Zuschauer. Natürlich auch, wenn ich weiterempfohlen werde. Freut mich natürlich auch. Aber ein ganz fettes Problem gerade. Ein Famous, bei uns ist halt immer sehr chillig. Das muss man dazu sagen. Es kann auch mal ein bisschen hektischer werden, aber was hast du denn schon wieder für ein Problem? Sag nicht, du hast schon wieder deinen Vogel irgendwie verloren. Ja, ich werde gerade von Proton zerlegt. Was für ein Ding? Proton. Okay. Ein Arthur stellt sich dann wieder erste Römer. Und wo ist jetzt dein Problem? Dass ich betäubt bin bis zur Vergasung. Die Ella kann man nicht alleine vor die Tür schicken. Jetzt ist. Okay. Warst es jetzt du oder dein Vogel? Ich. Ja. Warum kommt keine Meldung, dass dein Vogel nach Hause fliegt? Jetzt haben wir ein Problem. Frage nächste Frage weiter. Ich bin noch nicht mehr dazu gekommen, den Vogel überhaupt umzustellen. War gerade dabei, was an dem Vogel zu machen. Ja, und hast wahrscheinlich am Fußband rumgespielt und jetzt ist. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Am Fußband gar nicht. Ich habe mit den Trotterns beschäftigt, sonst wollte den nämlich auch passiv pfeifen. Im Moment knallt es aber von hinten. Ja, aber dann wäre hier die Meldung gekommen, dass er jetzt, die kriege ja ich auch, dass dein Vogel jetzt heimfliegen würde und die ist nicht gekommen. Ich bin an der Stelle, wo wir eben gerade waren, um Holz und Stein abzubauen. Da müsste die Truhe dann. Also hier hinten. Muss ja dann Vogel auch hier irgendwo sein. Sehe ich aber nicht. Haargenau an der Stelle, wo du gesagt hast. Weißt du, geht es, Nachtschurke? Ich hab mich mit dem Pickel noch nie so wirklich beschäftigt. Für mich zählt nur, dass die Tiere einfliegen.
Ella, geh mal an die. Na, ich probiere das lieber selber aus. Hm? Ich probiere das lieber selber aus. Nee, nee, ich sage jetzt lieber nichts, weil. Schluss endet das noch im Desaster. Dann ist der Vogel ganz futsch. Probiere ich selber aus. Sie kann sie Gott sei Dank nicht lesen, was im Stream gerade geschrieben ist. Sonst am Schluss macht sie noch einen Käse, dann ist der Vogel futsch. Probier es lieber selber aus. Dann muss man ich in den Arsch beißen, wenn ich es vergeigt habe. Ah, nichts dafür, wenn der blöde Vogel nicht macht, was ich will. Wie heißt der Lokita, gell? Oder? Hm? Lokita, oder war das? Lokita, genau. Haben wir mal Zeug gefunden? Ja, ein Flugkleid selber. Ella, wie soll ich was finden, wenn ich nur nicht einmal deinen Vogel finde? Erzähl, du blödes Gefedervieh. Ja, den Vogel habe ich jetzt nach Hause gerufen. Den wirst du nicht finden, gehe ich mal davon aus. Das wird aber zeitlang dauern, das weißt du ja. Bis der kommt. Jo, auf jeden Fall gibt es heute im Laufe des Tages, werden wir wieder ein Giveaway machen. Es wird heute nochmal das PC-Game zu gewinnen geben, was vor 2 Tagen schon gegeben hat. Ella, komm mal her. Toll. Die hast du heute so richtig verdient. Die Begrüßungswatschen. Vielleicht wacht dein Char endlich mal auf. Naja, aber er müsste. Bei mir kommt kein Lorbeer da mit rein. Du eklig. Lorbeeren? Das heißt, das schmeckt doch nicht, oder was? Hm. Komm, ich hab schon meine Begrüßung. Ob sich Ark noch lohnt? Ja, doch. Oh, Vogel, komm jetzt endlich Heme. Also, Infamous, auf jeden Fall solltest du das noch schnellstmöglich kaufen, bevor sie hier Spinnen anfangen. Weil momentan ist ja im Gespräch, dass das Spiel richtig teuer werden soll. Also auch dann, also für die, Spiel dann irgendwann mal ganz, 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 ganz spät kaufen, haben sie zumindest vor kurzem in der Pressekonferenz erzählt. Haben wir ja auch gestern 2 Leute drüber diskutiert, dass die das halt auch mitgekriegt haben. Und das Spiel geht ja im August oder so geht's in die Beta, also ist dann keine Alpha und keine wahrscheinlich auch kein Early mehr. Ah, wo ist der Vogel? Wo bleibt denn der? Ja, das dauert. Ja. Geht aber noch billiger. Also wenn es im
Ab und zu gibt es das ja im Angebot bei Steam, aber ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es momentan preislich ausschaut, da momentan Rabatt drauf ist oder nicht. Am 1. April hat es zum Beispiel was. Ich Zum, glaube, ich zu, sogar zu ihren danach guten nochmal was. April-Scherz war, was, jo, zu ihren April-Scherz war es recht günstig. Ja, ich sage ja, Nico, genau, Infamous. Hier, Nico schreibt es gerade, vor 2 Wochen war es in Steam, hat es 11 Euro gekostet. Die Frage ist halt bloß, ob sie das jetzt überhaupt dann nochmal zwischendrin nochmal so günstig raushauen, weil wenn die das später teurer machen wollen, dann ist fraglich, ob es. Nein, kaufen lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe damals auch, keine Ahnung, ich glaube über 30 Euro gezahlt. Aber da war es halt noch relativ frisch. Also ja, was heißt relativ frisch? Das ist gerade frisch rausgekommen. Das Game. Natürlich ist es jetzt auch besser geworden durch das, dass ja hier diese Ragnarok Map ist ja jetzt auch nochmal eine kostenfreie DLC. Also ich habe alle DLCs, auch die das Scorched Earth DLC. Also ich brauche sie nicht. Also ich hab die Scorched Earth DLC habe ich kurz mal angespielt. Ist nichts für mich. Überhaupt nicht. Macht mir keinen Spaß. Wenn ich's im Vornherein gewusst hätte, dass sie mir keinen Spaß macht, hätte ich mal das Geld gespart, weil die hatten ja auch, glaube 25 Euro gekostet oder irgend sowas. Und die anderen DLCs, die sind ja alle kostenfrei. Aber es kann natürlich passieren, dass die irgendwann für neue Spieler vielleicht auch was kosten. Weiß es nicht. Ja, ich sag ja, Nico. Ich sag ja, das. Ja, Infamous. Das ist zum Beispiel jetzt kein Problem. Aber bei uns sind momentan nur ausgesuchte Spieler auf dem Server. Und unser Server ist mit PIN versehen. Ella, ich weiß nicht, wo du dein Tier hin verfrachtet hast. Aber dass der noch nicht da ist, das ist erstaunlich. Nee, wir Infamous, wir hatten ja unseren Server erst öffentlich, aber nachdem wir hier immer wieder massive Probleme mit dem Server hatten, haben wir den Server jetzt erstmal gepinnt und haben halt jetzt nur noch Leute drauf, also bestimmte Leute drauf, also ausgesuchte Leute. Und haben den halt gepinnt in der Hoffnung, dass der Server dann auch mal richtig flüssig permanent läuft und nicht mir immer wieder hier Probleme haben. Ich weiß es nicht. Also es ist echt komisch, dass der immer noch nicht da ist. Okay. Aber wenn du das Spiel haben solltest, dann kann man